zur Pressekonferenz des RSV Frankfurt vor dem Spiel am Samstag bei Alemannia Aachen. Aachen erwartet ca. 16.000 Zuschauer. Ich freue mich, dass Sie hier sind und unsere Geschäftsführung durch Uwe Stöber und Clemens Krüger vertreten, sowie unseren Präsidenten Lutz Rosenthal und natürlich unseren Cheftrainer Hans-Jürgen Beusen. Und Herrn Beusen bitte ich auch zum Sportplatz zu sagen. Ja, vielen Dank und hallo. Ja, ich denke, dass wir Stück für Stück wieder auf einem guten Weg sind, um die Spur zu finden. Ich habe gute Ansätze gegen Wirt gesehen, was das Defensivverhalten anbelangt. Ich denke, wir haben nicht durch Glück zu gut gespielt, sondern hat wenig zugelassen. Und es war auch aus meiner Sicht der wichtigste Ansatz nach den zwei Niederlagen zuvor. Und das muss auch wieder die Basis für Abend sein, dass wir uns hier gut geordnet und sehr gut organisiert die Defensive aufstellen, beziehungsweise die gesamte taktische Disziplin. Und dann wollen wir natürlich neben dem, dass wir in der Defensive gut stehen wollen, auch versuchen, wieder unsere Spielkultur zu finden, ja, die dann eben auch mehr Kreativität aufzeigt in der letzten Begegnung. Aber das lag ja an mehreren Punkten, die ich schon ausgeführt habe. Wir werden uns in den ganz sicher auch wieder finden und einen besonderen Rhythmus anschlagen. Und dann werden wir sicherlich auch zeitnah wieder zu übertreffen. Und gerade in der Trainingsarbeit dieser Woche, wie schon vorangekündigt, lagen die Schwerpunkte halt eben auch darin, diese Abstimmung in den Mannschaftsteilen, bessere Arbeit gegen den Ball, besseres Pressing in der Vorwärtsbewegung, egal in welcher Stammung die Mannschaft sich befindet, ob sie tief, mittel oder hoch steht, gibt es die Situation zu erkennen, wo man zustechen muss, wie man zustechen muss. Und, aber auch natürlich wieder nur Zweikampfaktivität waren Schwerpunkte, wo wir gesagt haben, da dürfen wir zulegen und ich wünsche mir, dass es ähnlich wie im Trainingsbetrieb auch am Samstag auf den Rasen kommt. Denn wir brauchen sicherlich wieder eine sehr geschlossene und gute Leistung, um den Abend etwas zu holen. Der Gegner hat zuletzt, er spielt insgesamt eine sehr ordentliche Runde. Sie haben eine relativ junge Mannschaft, aber gerade die letzten zwei Begegnungen waren torreich. Zu Hause gegen Fürth 2-2, was 5-5 ausgehen kann. Das heißt, Stärken, Schwächen, Defensiv und Offensiv klar zu erkennen. Ähnlich war es in Cottbus 3-3. Ja. Wobei auswärts dreimal diese Spitzenmannschaft geführt, unterstreicht, welche Qualität auch in der anderen Mannschaft steckt. Und dann gibt es insbesondere die offensiven Außenbahnen mit Höger über rechts und so dann Stieber über die Linie Außenbahnen und natürlich im Strafraum mit Becker und Auer. Der hat seit zuletzt im Winterbau der Beweis gestellt, dass er ein exzellenter Strafraumspieler ist. Da müssen wir wirklich aufpassen, um ihn unter Kontrolle zu bekommen. Ja, er hat uns ja auch hier schon in der Vergangenheit bestraft. Ja, da müssen wir wirklich aufpassen. Über diese drei genannten Personal passiert so ziemlich alles in Vorbereitung und Abschluss. Und insgesamt gibt es sicherlich auch zu erwähnen, dass die Aachener gerade in der Anfangsphase über ein hohes Tempo veranschlagen, wo man Aufmerksamkeit halten lassen muss. Und sie haben eine tolle Kulisse, sie haben ein hervorragendes Stadion, klasse Atmosphäre, da kann eine Mannschaft sich in einen Raum spielen, dieses Spiel ist zu verhindern, ja, weil sie werden, insbesondere bei den Torhütern, habe ich immer wieder festgestellt in der Vergangenheit, wenn er mal nicht so sauber im Spiel hält, wieder abschlägt, der Ball geht aus, sehr schnell unruhig und das verunsichert auch. Aber nicht nur die Nummer 1, sondern halt eben unter Umständen halt eben auch mal Mannschaftsteil oder eine Mannschaft. Also die Zuschauer können sehr viel Positives inszenieren, aber sie reagieren auch sehr launisch, wenn es mal nicht so gut läuft. Ja, und diese Punkte muss man versuchen, oder diese Punkte aufzureißen und dann halt eben auch auf die Arbeit zu stecken. Und
ja, wir haben natürlich mit einem Punkt angefangen, eine neue Serie zu starten, die da heißt, in Aachen erfolgreich zu sein, was Sehbares mitzunehmen. Und zumal es eine Mannschaft ist, die in der Tabelle und auch von ihrem Leistungsvermögen auf Augenhöhe ist. Ja. Und, ja, die Spieler sind auch reif, wieder vielleicht mal die Möglichkeit bereitzustellen, weil das eine oder andere sicherlich aus der Vergangenheit verbesserungsbedürftig ist. Ich glaube, so stehen wir, das ist wir auch als Gedanke dazu, schwanken wir dazu und wir wollen wieder an die Grenzen gehen. Und, personell sieht es in diesem Jahr zumindest erstmal etwas schlechter aus. Wir haben neben Dornen, der im Aufbau ist, drei weitere Spieler dazu gekommen, die nicht zur Verfügung stehen. Das ist Mario Willinger, der gestern mitnimmt, ist aber kein Wetter, das hat jedoch eine Schwellung, Sprunggelenk, was ihn zum Ausfall verurteilt. Da sieht es bei Magalego aus, der Rückenprobleme hat, der 14-tägige Pause vor Ort getragen. Der Dach lag, nee, sage ich nicht, da wird jetzt viel spekuliert, ist nicht so schlimm, aber er fällt aus. Und als drittes Kai Fabian Schulz, der leichte Rückenprobleme hat und bis Montag einschließlich Lenkverbot hat, lediglich Reha geführt und insofern bedeutet es Veränderung in der Startformation, Veränderung im Kader, berechtigte Hoffnung für mehrere Spieler und diese habe ich heute geschürt, nicht heute, sondern gestern schon geschürt, werde ich weiter schüren und es gilt, nicht alles zu verraten, aber den einen oder anderen Hinweis zu geben, weil wir zu wissen, dass ich ungern mich heute schon festlege, wer diese Position besetzt, aber klar ist, dass für mich beide offensiven Außenbahnen in erster Linie zu besetzen gilt, wo Veränderungen gegeben wird und ja, es wird auf das Angebot der verbleibenden Einheit noch ankommen, auf das Bauchgefühl, das Bauchgefühl wird ein weiterer Aspekt sein, der entscheidende Findung und es wird auf alle Fälle, es muss auf alle Fälle so sein, dass wir von der Geschwindigkeit, von der Aktivität einen weiteren Schub nach vorne machen können. Ja, so viel zu der personellen Situation. So, ich wünsche Ihnen alle die Kriminalität, weil ich habe ja alles gesagt, es gibt keine Fragen. Vielen Dank, Herr Beuys, ganz gerne Fragen an den Experten. Gibt es da noch Fragen? Keine Fragen. Dann vielen Dank und bis Samstag. Tschüss.